jetzt den einen Punkt da noch treffen? 4-9. So, da ging es dann halt tatsächlich auch nur einmal dran, nicht mal irgendwie ein doppelter Test und entsprechend dann halt hier die Reaktion nach oben. Was ist denn hier schon wieder mit Doppelklick? Meine Güte. So, ne, sieht man halt, also hier oben einmal deutlich abgeprallt. Hier war die 766 mehrfach gehandelt, also von natürlich den nicht nur von uns, sondern von vor allem von größeren Marktteilnehmern. Und wir waren natürlich auch schon vorher drin, der Punkt, und da ab da haben wir halt immer wieder abverkauft, aber halt eben nur innerhalb dieser Range. So, jetzt haben wir das Ganze so ein bisschen durch. Die 877 sieht man hier, kam ja nochmal deutlich und da konnten auch im Live-Trading 200 Punkte mitgenommen werden. Tatsächlich nur mit einem Stop von 10 da oben, mehr hat es gar nicht gebraucht. Und aber dann halt eben auch wieder zurück. Also das heißt, wir sind hier so im Ausbruchsversuch aktuell noch. Und die 877 ist natürlich jetzt insofern halt noch interessant, weil halt natürlich halt auch hier der Backtest sozusagen fehlt bei meinem Ansatz. Ich weiß jetzt nicht, wie viele dabei sind, die schon öfters mal dabei waren. Ich sehe hier zumindest einige bekannte Namen in der Liste. Und aber trotzdem, ich versuche halt immer solche Punkte ausfindig zu machen, die halt eben, wo eine Paritätsumkehr stattgefunden hat. Das heißt, wo halt vorher massiv Widerstand war oder generell überhaupt, wo Widerstand gewesen ist und die dann halt auch nochmal, also die dann durchbrochen wurden und dann halt eben sehr oft nochmal bestätigt wurden. So, was man jetzt hier sieht, ist, wir haben zwar hier den Widerstand, aber hier war halt so der letzte. Das heißt, ich erwarte eigentlich gar nicht mal unbedingt, dass wir hier punktgenau irgendwie drauf fallen, sondern eher so ein Stück runter und hier dieses Cluster nochmal halt irgendwo anlaufen und dann vielleicht wirklich so in dem Bereich, ich versuche das mal einzuzeichnen hier, eher so an der Stelle, das wäre zumindest mal das, was ich für wünschenswert halten würde, da halt irgendwo hinzukommen in dem Bereich, also ein bisschen Übertreibung von der 877 und dann halt erst nochmal eine Reaktion. Hier oben in orange gestrichelt, das ist das alte ATH. Das wäre natürlich dann halt so eine rechtsschlüssige Bewegung. Ich glaube, ähnlich war das auch beim letzten NFP-Webinar. Da ist es auch tatsächlich genau aufgegangen. Ich habe dann zwar nur irgendwie 10 Punkte mitgenommen, aber ist dann doch irgendwie 100 in Strecke gelaufen. Auch nach einem ganz ähnlichen Prinzip. Natürlich jetzt nicht am ATH. Hier ist natürlich jetzt so ganz klar auch die Gefahr. Ich meine, ja, wir haben ATH. Das ist alles gut und schön. Die Frage ist immer, wer kauft da oben noch? Und deswegen ist es jetzt auch erstmal nicht weiter verwunderlich, dass wir da halt oben einfach ein bisschen getanzt sind auf dem alten ATH und dann erstmal wieder ein bisschen runterkommen, weil es halt einfach schlichtweg nicht interessant ist, da oben zu kaufen. Ja, 27.000, das ist nur eine Zahl erstmal und da braucht es natürlich schon ein bisschen Motivation beziehungsweise Kaufdruck dann eben auch von entsprechenden Händlern, die das Ganze da oben durchschieben. Weil klar, auf der anderen Seite, wenn jetzt hier nichts mehr passiert und versammeln sich natürlich halt auch die Verkäufer immer mehr und das heißt, die dann halt irgendwo sagen, ja, das Ding, da kommt nichts mehr, oder wir drücken die Position runter oder wie auch immer, wer da halt welche Gründe hat. Aber Fakt ist, wenn es natürlich anfängt zu fallen, sammeln sich ganz sicher da oben die Verkäufer. Und logischerweise, ja, weil ja auch jeder dann versucht hat, irgendwie noch, wenn jetzt zum Beispiel halt jemand verkaufen will, natürlich zu einem besseren Kurs da irgendwo reinzukommen. Und das heißt aber dann auch im Umkehrschluss, dass natürlich halt hier, wenn die Verkäufer immer tiefer, sorry, wenn die Verkäufer immer tiefer rutschen, dass es natürlich auch hier unten die Möglichkeit gibt, ja, dann halt auch größere Positionen einzudecken und nicht eben erst da oben. Und dann haben wir da oben, wenn wir nochmal dahin laufen sollten, dann entsprechend dann eher den Effekt, dass dann halt vielleicht nochmal ein paar Stops fliegen. Aber dann halt eben eher bei geringerem Volumen und deswegen schätze ich, dass wir eher in dem Bereich dann halt so ein bisschen was kriegen werden. So, das muss jetzt natürlich nicht funktionieren, weil es ist ja alles keine, sind ja alles keine Naturgesetze. Das sind ja eben nur Beobachtungen, wie ich sie halt mache, wo ich halt sage, das sollten schon Interessen aufeinandertreffen. Wenn natürlich jetzt aber halt hier ein ganz großer Fisch kommt und dann halt irgendwo den Markt bis da unten hin durchdrückt, dann funktioniert das hier natürlich auch nicht. Glaube ich aber erstmal nicht. Reaktion sollte hier schon stattfinden. Das wäre halt auch ein Grund, warum ich jetzt hier an der Stelle gleich auch mal die erste Long Order platzieren würde.
Und aber mit einem nicht zu engen SL, sondern eher tatsächlich sogar skaliert. Das heißt, Teilposition hier, Teilposition da. Und aber so irgendwie mehr als 50 Punkte dadurch sollte er nicht. Also diese Lows sollten halt eigentlich nicht mehr wirklich verletzt werden. Muss man hier gerade noch gucken. Ich habe das auch ganz bewusst jetzt auch nicht alles bis aufs Letzte vorbereitet, sondern auch so, dass man einfach mal ein bisschen nachvollziehen kann nochmal, wie das dann eben gemeint ist. Und deswegen gucke ich jetzt hier auch mal. Da haben wir halt auch nochmal einen Widerstand gehabt. Das wäre natürlich auch noch denkbar, ne? Das wäre so eine kleine Übertreibung von dem letzten Low hier. Also das ist so eine, generell finde ich halt eine Kaufzone von 877 bis 812. So, und da kann man jetzt natürlich, wie gesagt, einfach irgendwo eine Order hinlegen, da unten den Stop und dann, wenn es nicht funktioniert, dann war es das halt oder man verteilt es halt eben. Hier oben drüber, Skalierung ist ein bisschen tricky. Hier oben habe ich so ein paar gestrichelte Linien, das sind einfach nur Projektionen. Das heißt also hier von den Bewegungen, die wir hier halt haben, also wenn man da einen Zickzack drauflegt, das habe ich jetzt hier tatsächlich nicht gemacht, aber wenn man halt einfach die Bewegungen halt bemisst, die bis dahin stattgefunden haben, beziehungsweise bis hierher eigentlich nur an der Stelle war es. Und dann ergeben sich halt einfach die Punkte. Die 710, die hat hier schon fast genau funktioniert. Nächste wäre die 139 und im ärgsten Fall landen wir da oben bei der 483. Aber wie gesagt, das sind nur Projektionen, weil das Problem ist natürlich, oberhalb, da ist ja nichts, da war ja nie was, da gibt es ja sonst nichts, woran ich mich orientieren kann. Deswegen muss ich da halt irgendwo die Bewegungen projizieren. Das heißt also zum Beispiel einfach ganz klassisch halt dann nach Fibo, wenn man halt so einen Anstieg nimmt, wie den hier zum Beispiel, von da bis hier oben hin. Und wenn man dann halt die Fibos projiziert, dann ergeben sich halt zum Beispiel dann halt eben solche Werte, also 161 oder eben 138. So, weil mehr kann ich da oben auch nicht machen. Und ich meine, ich könnte genauso gut raten, ja, aber viel mehr ergibt sich da halt nicht. Und das ist natürlich, muss man halt auch ganz klar zugeben, es ist ein bisschen Raten, wenn man halt Projektionen mit Fibos halt macht. Keine Frage. Aber irgendeine Orientierung braucht man ja. Oder wenn man halt irgendwo long ist, gibt es natürlich die andere Möglichkeit, einfach mit einem Trading Stop da halt rein, mit einem markttechnischen und dann halt gucken, wann es dann halt eben reißt. So. Ich mache jetzt mal Folgendes. Also hier 877. Da würde ich jetzt halt einfach mal die erste halt hinpacken und hoppla, hier auch mal so, also 877, die nächste habe ich gesagt bei, was ist das hier? Nochmal gucken. Oh, da fehlt ein bisschen die Beschriftung. 856. Da würde ich mich einfach mal rein verteilen hier. Also immer einen Punkt drüber. Und natürlich halt entsprechend wichtig ist natürlich, dass halt hier der Stop-Loss, dass der erstmal halt weg ist, beziehungsweise gibt dann halt irgendwie einen größeren Wert erstmal an. Take-Profit auch erstmal aus und Break-Even-Safe auch erstmal alles aus. So, und dann mal gucken, ob wir das nicht kriegen, ob das nicht passiert. Was ich vorhin halt noch gesehen habe, hier so ein bisschen in der Vorbereitung, war halt auch, habe ich hier nicht, sondern in dem anderen Chart. Hier im Stundenchart nochmal. Wenn man halt hier den M30 nimmt, dann haben wir hier halt auch tatsächlich den EMA 200. Und wie ich ja schon so oft gesagt habe, bei den NFPs hat man das tatsächlich ganz oft. Wenn der irgendwo in der Nähe ist, ist das halt ein gern gesehenes Ziel. Passt natürlich super zu der Idee hier, dieses Cluster halt auch nochmal anzulaufen. Also es ist halt einfach jetzt nur nochmal ein zusätzliches Ding, wo ich sage, könnte tatsächlich klappen. Was ich auch aber nicht machen werde, ist halt hier irgendwie in die erste Bewegung oder so halt reingehen. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass jetzt hier einfach nach oben treten, nach oben wegläuft. Dann habe ich halt Pech gehabt. Aber würde ich halt nicht machen. Also, weil dafür fehlt mir halt einfach alles, ja. Und es kann genauso gut sein, dass er halt eben dann nach oben ein bisschen schiebt und dann halt zur Kasseeröffnung nochmal runterkommt, wie wir es dann machen. Weiß ich nicht. Von daher ist es natürlich jetzt natürlich auch nicht so wirklich sicher, dass wir da unten hinkommen. Ich sage ja nur, das wäre so ein Szenario, das ich halt prinzipiell halt mal präferieren würde. So, da schreibt der Christoph. Jetzt habe
Es wäre schön, wenn man die Abkürzung im Webinar ausspricht, damit neue Zuschauer wissen, was ATH heißt. ATH heißt einfach nur auf Englisch Allzeithoch, also All-Time High. Und also der höchste Punkt im DAO aller Zeiten sozusagen. Ich glaube, so viel mehr an englischen Termini war jetzt hier auch nicht wirklich dabei. So, der DAX, der schläft uns hier ein, auch irgendwie die letzten Tage, beziehungsweise vor allen Dingen gestern, das war ja eine absolute Katastrophe. Und der sieht ganz ähnlich aus. Da hatte ich nämlich halt auch, jetzt müssen wir nur gucken, eine Minute haben wir noch. Trotzdem ganz kurz, da hatte ich im Blog die 550. Da habe ich geschrieben, die sehen wir halt schon nochmal, die ist nicht gestrichen. Das wäre halt hier so mein Backtest-Bereich. 550, 535. Könnte man jetzt genauso machen, kann ich auch machen. Nur würde ich aber eher mich trotzdem auf den DAO konzentrieren. Das heißt also hier auch möglichst, wenn wir da runterkommen sollten, hier auch mal eine Buy Limit. Da, Skalierung stehe ich hier heute aber echt auf Kriegsfuß. Das heißt hier auch eine Buy Limit, aber die würde ich jetzt erstmal nicht skalieren, aber auch nur eine überschaubare Position. Und dann halt mal gucken, ob sich das Ganze halt erfüllt. Aber hier unten würde ich dann auch tatsächlich zuschlagen erstmal. So, kann natürlich in die Hose gehen, deswegen bitte nicht nachmachen, weil das Problem ist hier vor allen Dingen auch, dass wir unfassbar wenig Vola und Volumen hatten bisher. Und natürlich, wenn jetzt hier einmal normales Volumen kommt und dann kriegen wir hier eine heftige Bewegung, weil wir haben, das sieht man hier, liegt der Future dahinter. Wir haben hier irgendwie noch nicht mal 10.000 Kontrakte heute, das ist nichts. Und das ist eher normalerweise so ein Stundenpensum im DAO. Und deswegen, wenn jetzt hier mal nur ein bisschen Druck aufkommt und dann sieht die Welt hier gleich ganz anders aus. Und das heißt, da können wir auch durchaus mal ganz andere Bewegungen hier kriegen. Bis jetzt ist ja überschaubar. Die News sind jetzt gerade raus vor 30 Sekunden. Ist noch nicht wirklich was passiert. Die Richtung stimmt erstmal. Muss jetzt natürlich noch ein bisschen was nachkommen. So, mal kurz einen Schluck trinken. So, der Heiko fragt, nehmen Sie immer die gleichen Positionsgrößen oder berechnen Sie sie abhängig vom SL? Die muss immer am SL gemessen werden, weil ich kann ja nicht, wenn ich als Beispiel mit einem 10.000-Euro-Konto handle, ich meine, das hier ist jetzt kleiner, aber halt, da kann ich ja nicht irgendwie pauschal sagen, ich mache immer 10 Euro pro Punkt und Stop-Loss von 10 Punkten, weil mehr riskiere ich nicht. Kann man machen, wird aber nicht zum Erfolg führen, weil letzten Endes der Markt sagt mir, ob er 10 Punkte braucht oder 20 oder 50. Und also ist zumindest halt so meine Devise. Und das sollte man, glaube ich, schon irgendwie, das sollte man nicht wirklich ignorieren und dann lieber halt die Positionsgröße da halt dran anpassen, beziehungsweise den Stop anpassen und darauf dann halt wiederum die Positionsgröße. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Gewackel. Wolle, magst du mal irgendwie trotzdem mal die Zahlen sagen, ist da was irgendwas exorbitant Gutes oder Schlechtes bei rausgekommen? Wolfgang? Ich glaube, der Wolfgang ist Kaffee trinken gegangen. Ah, nee, da ist er. Nein, nein, bin ich nicht. Nein, nichts Orbitantes. Gar nicht. Ich könnte jetzt Ja, nicht das ist sagen. so. Also, der Oliver sagt halt, vielleicht könnte man im NFP-Webinar auch die Zahlen nennen. Warum? Ja, das ist halt immer so die Frage, warum? Damit man nachher erklären kann, was dann halt passiert ist. Das Problem ist halt immer, ich sage ja, ich habe jetzt zwar den Wolfgang auch gefragt, aber nicht wegen dieser Nachricht. Kann man machen, ja, aber mir geht es dann eigentlich immer nur eher darum, wenn die zum Beispiel halt komplett gegen die Erwartungen sind. Und dann heißt das halt auch nur, wir kriegen wahrscheinlich ein bisschen mehr Reaktionen, aber es wird niemals gelingen, anhand dessen, wenn man sagt, zum Beispiel, die Zahlen waren besser als erwartet, deswegen ist der Markt gestiegen oder die Zahlen waren gut, deswegen ist er gestiegen und umgekehrt, es funktioniert nicht, ja. Das ist halt, ich mache das ja auch schon ein paar Jahre und das funktioniert einfach nicht. Damit kann man immer wunderbar im Nachhinein erklären, warum irgendwas war. Ich habe sogar schon erlebt beim Zinssatzentscheid, den ich live gehandelt habe, da sind irgendwie die Zinsen angehoben worden und der Euro ist also für einen Euro und dann ist er gefallen. So, was ja halt irgendwie auch gegen jede Logik ist. Und da haben wir eine direkte Auswirkung, ja. Eigentlich eine sehr, sehr einfache
Interpretation. Und hier haben wir eine wesentlich kompliziertere, weil das kann ja immer ganz viel bedeuten, je nachdem, wie die Zahlen halt ausfallen. Und es gibt immer eine super schön klingende Erklärung nachher, aber es gibt meines Wissens nichts, was halt irgendwie uns dabei hilft, irgendwie eine Position einzunehmen, schon gar nicht hier im Daytrading. Das ist, glaube ich, wirklich was, das funktioniert so nicht. Aber trotzdem, Wolle, sag mal, hast du die Zahlen am Start? Sag mal, Wolle. Herr Dender. Ja. Nein, habe ich jetzt zurzeit nicht. Nein. Okay. So, okay, also hier nur ein kleiner Fehlausbruch. Ich war schon kurz geneigt, hier oben short zu gehen, aber habe mich mal kurz zurückgehalten, weil ich mich dann halt hier oft auch eben gern mal meinen Plan verzettle, weil ich will ja eigentlich hoch, aber eben natürlich nicht ab da. Sondern will schon gucken, dass wir halt hier unten jetzt habe ich den Faden verloren. DAX Senti plus 99, ja, das sagt schon mehr aus. Also das heißt, Sentiment, also die privaten Händler sind im DAX halt vorwiegend long oder fast nur long orientiert. Und das heißt dann halt eben auch umgekehrt, es muss eigentlich noch ein Stück rund, also kann man jetzt auch nicht 1:1, aber ganz oft ist das halt eben der Grund, warum es dann halt einfach nur vor sich hinschiebt und bis das Ganze halt irgendwann mal dreht und der Letzte irgendwie aufgegeben hat. Und wenn das Sentiment dreht, dann dreht auch nicht selten der Kurs dann tatsächlich auch mit. Wobei das natürlich auch keine 100% Geschichte ist, aber halt auch nochmal so ein Richtwert. Wenn man halt eine Idee hat, wo der Markt hin sollte, kann man das, glaube ich, schon durchaus mal mit einbeziehen. So, 224.000 neue Arbeitsplätze und die Prognose war 160.000, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Ne? So, genau, Stundenlöhne, 0,1% schlechter als Prognose, okay. So, das heißt, wurde ein bisschen mehr erwartet, es wurde weniger erwartet, als gekommen ist. Was macht der Dow? Geht trotzdem runter, ne? So. Und das heißt, interessiert uns hier erstmal gar nicht. Da wird jetzt halt schon der Erste sagen, ja, wie kann das denn sein? Wir haben doch gute Zahlen. Wieso fällt denn der den ganzen Tag und fällt jetzt schon wieder? Und was ist denn da los? Ne? Und das ist halt einfach genau das Ding. Weil letzten Endes werden die Händler ja trotzdem halt irgendwie gucken, dass selbst wenn sie das Ding nachher hochkaufen, das wäre ja dann eher nochmal ein Grund dafür, wo ich dann jetzt halt sagen würde, gut, das gibt mir auf jeden Fall dann auch nochmal ein besseres Gefühl, wenn der Punkt da unten erreicht wird, ja, dass halt da auch nochmal ein bisschen was nachkommt, weil da könnten sich natürlich schon der eine oder andere Händler orientieren und sagen, ja gut, da unten finden wir es dann auch interessant und da schlagen wir dann halt zu. Ob das jetzt da ist, wo ich meine, oder ob die nur was ganz anderes im Sinn haben, das werden wir dann halt rausfinden. Aber halt jetzt eben zur Veröffentlichung halt hin, ne? Obwohl wir jetzt ja hier wirklich so Pi mal Daumen, wie ich das sehe, irgendwie über 50% ja besser liegen als irgendwie prognostiziert, direkt hier zum Start, bringt es halt irgendwie nichts, weil es halt einfach hier auch so ein Punkt ist, der nicht wirklich relevant ist oder zumindest mal halt bisher nicht relevant gewesen ist. Das kann sich natürlich jetzt ändern, wenn man halt hier ja, ein bisschen Volumen, ein bisschen mehr in den Markt kriegen, aber da passiert ja halt irgendwie auch nicht gerade wirklich irgendwas. Das heißt, dann wird sich hier ein Punkt entwickeln, den man dann natürlich auch später handeln könnte. Aber jetzt ist da erstmal halt nichts, ja, weil da bleibe ich halt einfach hier bei meinem Bild. Und was er jetzt gemacht hat, ist halt hier auf die Peaks aufgesetzt, so wie ich das sehe. Ja, also hier von den letzten Hochs. Da ist er ziemlich genau drauf, aber es reicht mir halt nicht. Für ein paar Punkte hätte es jetzt hier tatsächlich gereicht, irgendwie für 10, 15 Punkte, aber ich glaube nicht, dass das so ausreicht. Weil das Volumen, was wir da hatten in der Vergangenheit, das war dann schon eher hier bei der 877. Also einmal sieht man sie hier ganz deutlich, dass es halt, das war ja auch nicht da an dem Punkt, wo es jetzt halt gestrandet ist, sondern sogar höher, wo er sich dann vorher mal versucht hat. Und solche Spikes ignoriere ich eigentlich am liebsten, sondern gucke lieber, also A, habe ich ja die Linien vorher, klar, aber halt, ich gucke dann trotzdem eben halt auch, wo ist denn dann halt wirklich gehandelt worden, wo ist dann halt irgendwann auch mal Druck aufgekommen. Und das war nicht hier, also an dem Spike, den wir jetzt haben. Das heißt ja auch nur, ich versuche halt den Kollegen da ausfindig zu machen oder die Kollegen oder wer auch immer,
die halt hier mit etwas größeren Positionen in den Markt reingegangen sind. Und die können sich dann wiederum halt die Köpfe einschlagen mit denen, die jetzt in die andere Richtung wollen. Und genau da will ich halt versuchen, dann eine Position entsprechend zu eröffnen, weil dann natürlich halt auch die Chance groß ist, dass es nicht mal eben da halt so durchrutscht. So, der DAO, ist der markttechnisch eher abwärts oder trendlos? Naja, der hat natürlich, das kann ich gleich im großen Bild mal noch zeigen. Ich will jetzt mal noch kurz warten, ob wir hier noch Impuls darunter kriegen. Da mache ich gleich mal irgendwie das große Bild mal noch auf. Vielleicht kriegen wir das aber sogar mit dem Zickzack dargestellt. Das kann ich zumindest mal versuchen. Irgendwo müsste er hier eigentlich drin sein. Ist das hier? Nee. Oder habe ich den hier gar nicht drauf? Das kann natürlich auch sein. Das sieht mir nämlich fast danach aus. Das da jetzt, oder? Dass da hier gar nichts drin ist. Nee. Gold, schreit da einer. Was macht denn Gold? 412. Ja, das machen wir gleich noch, das mit dem Gold. So, dann gucke ich aber mal hier jetzt, wie das aussieht. Und hier den Kurs mal so ein bisschen im Auge behalten. Sobald da irgendwie eine 7 davor steht, blende ich halt nochmal rüber. Also, aber ich gehe hier erstmal besser mal auf den Wochenchart. Da sieht man es ein bisschen besser als im Tageschart. Da passiert momentan gerade irgendwie nicht so viel. Das Ding war ja halt die ganze Zeit. Erstmal einen geraden Strich hier oben. Damit sieht man es. Wenn der Strich denn auch dick genug ist, sieht man es ein bisschen besser. Ich mache den jetzt einfach mal blau, weil rot sieht man so aus. Nach dem Motto, du musst runter. So. Und da haben wir ja Folgendes gehabt. Sieht man hier recht deutlich. Hier das alte ATH. Nochmal irgendwie dran, spiky drüber und runter. So. Und das war auch der erste Punkt, wo wir hier auch nochmal dann halt dran gescheitert sind. Im März auch nochmal knapp dran ans alte ATH. Und dann halt nochmal ordentlich runter. So, und was wir jetzt ja halt haben, ist, man sieht auch hier, wir haben immer noch keine Wochenkerze, die drüber geschlossen hat. Und das passt nämlich ganz gut auch zur 667, die ich ja auch eingezeichnet habe, wo ich immer noch sage, das kann natürlich alles nochmal kommen. Ja, das ist halt genau auch der Schlusskurs von der letzten Woche. Da kann das schon nochmal aufsetzen, muss es aber jetzt halt nicht bei Examples, schreibt da einer, wäre der Zickzack drin, echt? Tatsächlich. Gucken, vielleicht reicht er sogar mit den Standardeinstellungen. Und dann, wenn nicht, muss ich da ein bisschen nachzeichnen. Halt noch, ja, sieht doch gar nicht so doof aus. Also, deswegen muss nicht kommen, kann aber, ja, also ich würde mir schon wünschen, dass er irgendwo früher halt dreht. Und aber nur, um das halt nochmal zu zeigen, wie das halt eben auch hiermit dann auch nochmal zusammenhängt. Und was man ja halt sieht, und das war ja auch die ganze Zeit das, was mich so fürchterlich irritiert hat, irritiert nicht, aber was mich eigentlich immer sicher dabei gestimmt hat, warum ich da oben auch immer wieder Reaktionen kriege und warum ich da halt auch die ganze Zeit immer wieder geschortet habe, nämlich einfach aus dem Grund, hier fehlt jetzt eine Linie, aber was man halt sieht, ist, wir haben hier einen markttechnischen Trend aufwärts, Korrektur, neues Hoch. So, und was dann halt passiert ist, das war genau das Problem. Wir haben nämlich hier ganz klar einen Bruch von der letzten Korrekturbewegung. Das heißt, wir haben ein tieferes Tief und hier fehlt auch noch ein Stück, das geht eigentlich noch weit tiefer und damit ist eigentlich der Aufwärtstrend hier zumindest mal angeknackst. Ja? Und da fehlt natürlich eine Fortsetzung, damit er halt bestätigt ist, aber deutlich angeknackst. Und deswegen war es dann halt auch nicht klar, was jetzt da oben dann halt passieren würde. Es ist auch immer noch nicht wirklich klar, weil es ist eigentlich noch nicht viel passiert da oben, ne? Sondern wir haben halt hier einfach nur, wir gucken momentan drüber, die Kerze ist auch noch nicht fertig und ich glaube, ich bin hier gerade gefilmt worden, ne? Wenn ich das richtig sehe, ja, genau. Die Kerze ist auch noch nicht fertig. So, die Richtung stimmt doch auf jeden Fall jetzt erstmal. Mal gucken, wie jetzt gleich damit umgeht. So, das sind jetzt nur zwei kleine Teilpositionen. Ich hätte hier wesentlich mehr Luft, aber trotzdem, ich will das jetzt hier auch nicht übertreiben und ausreizen. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag kann aber hier eigentlich locker fünf Positionen reingeben, ohne dass es
irgendwie wirklich auch wehtut. So, mal gucken, wo haben wir den Stop? 3,2. Wir haben den hier bei 3,2. Das müsste eigentlich reichen. Nur so ein bisschen zeichnen. 4,4. Eigentlich sollte das reichen. Also hier mit dem Stop. Ich gebe ein kleines bisschen mehr Luft mal an der Stelle noch. Ja, ich glaube, irgendwie der neue VPS ist genauso begeistert wie der alte und wird dann eher tatsächlich hier noch bis dahin halt auch noch mitgehen mit der Position. So, aber ich bleibe da jetzt erstmal, ich lasse das jetzt erstmal so stehen, ja. Wenn wir jetzt hier einen Strich drunter kriegen und das Ding halt hier unten durchfällt, dann lasse ich ihn das halt auch machen. Und dann warte ich eher lieber mal ab, wie die Stunde dann halt schließt und versuche mich da halt nochmal irgendwo dann halt reinzukaufen. So, im DAX muss ich auch noch gucken, oder? Ne, der ist jetzt bei 6,2, da fehlt noch ein Stück. So, aber wir stechen. Jetzt bleibe ich aber hier erstmal dran, dann mache ich gleich den Tagesschart weiter. So, jetzt stechen wir hier genau in dieses Cluster erstmal rein. Das passt erstmal. Jetzt könnte man natürlich auch im Nachhinein sagen, ja, warum bist du oben nicht short gegangen? Ja, weil es halt nicht der Plan war, ne? Sondern der Plan ist ja halt hier eine Position zu finden, die man aufbauen kann. Also generell, klar, ich meine, ich war der Meinung, das Ding geht runter, ist ja alles richtig. Die Frage ist aber immer, ab wo? Der hätte auch genauso gut hier noch wesentlich höher spiken können. Hätte man natürlich oben auch skalieren können, klar, ja. Aber trotzdem, ich will ja versuchen, hier den Long-Ansatz zu verfolgen und nicht entsprechend halt Short. Und hier geht es ja auch hauptsächlich darum zu sagen, dass wir hier entsprechend Gegenwehr kriegen und dass es hier nicht so ohne weiteres durchgehen sollte, weil halt hier entsprechend die Kollegen aufeinandertreffen müssten. Und da will ich ja halt auch rein. Und jetzt ist halt mal die Frage, wie geht dann hier am Ende dann auch die Stundenkerze raus? Letztes Mal war es ja auch so, dass man auf den letzten Drücker ist das Ding dann 100 Punkte nach oben geknallt. Und das kann hier halt auch nochmal genauso passieren. Also prinzipiell ist es jetzt einfach nur die Bewegung mal bis hierher, die ich ja genauso haben wollte. Die haben wir jetzt erstmal. So, ich hätte natürlich schon gerne Position, die ich nicht unbedingt gleich wieder hergeben muss, sondern eine, die vielleicht auch mal noch ein paar Meter läuft und wo man vielleicht auch mal noch was drin lassen kann, entsprechend. Aber was man ja jetzt schon schön sieht, ne, das ist so ganz falsch, kann das hier nicht gewesen sein. Weil ja hier entsprechend, entweder werden jetzt Shorts halt aufgelöst hier unten, oder es wird tatsächlich gekauft. Das werden wir halt gleich dann auch sehen. So, Gold unter 1,4. Ja, das macht schon Sinn, ne? Also mal ausgehend davon, dass die Märkte ja in der Regel, wenn auch gerade irgendwie nicht so wirklich, aber in der Regel ja schon eher gegeneinander laufen. Und wenn wir hier mit dem Dow auch über die 27 weg wollen, dann wird Gold irgendwann auch mal ein bisschen nachgeben müssen eigentlich. Ne? So, also wer es nicht lassen konnte und mitgemacht hat, herzlichen Glückwunsch plus 11. Ja. Sollte man sich immer gut überlegen, ja, das ist das, was der Markt jetzt irgendwie hier gerade anbietet und was man auch an der Stelle verdient hätte, passt natürlich nicht so wirklich zum Stop, ist halt auch klar. Ne? Aber trotzdem. Nur weil ich hier manchmal der Meinung bin, ich muss halt irgendwie die ganz große Bewegung versuchen einzufangen, muss man das ja nicht unbedingt dann auch genauso nachmachen. So, aber der Ansatz passt ja erstmal. Ich habe hier die Handwerker im Haus, ich hoffe, man hört es nicht. Die haben mich die letzten Tage schon ganz schön gequält hier, die Jungs. Doch, hört man, oder? Ich sehe es hier am Pegel. Das Mikro schlägt aus, wenn die mit dem Hammer gegen die Wand hauen da unten. So, der DAX ist gefüllt, echt. Gucken wir doch da mal hin. Ach ja, schön, ne? Guck mal. Das ist doch mal eine nette Geschichte hier, ne? Hätte ich jetzt gar nicht mal gemerkt. Dankeschön. So. Das kann man auf jeden Fall schon mal absichern hier. Und der muss jetzt nicht unbedingt nochmal darunter. Aber das war doch auf jeden Fall sehr sauber hier mit der 550. So, jetzt machen wir doch mal Folgendes.
Ich packe den jetzt einfach mal hier in den Direct Trail beziehungsweise in den TA halt mal dran mit einem Abstand irgendwie von 2 Punkten und lass den mal, nehmen wir hier erstmal den Impuls mit, dann haben wir auf jeden Fall doch schon mal eine Geschichte hier und doch schon mal in der Tasche. So, was macht der DAO? Der steht rum. Gucken wir noch ein bisschen, was kommt jetzt hier mit der fertigen 5-Minuten-Kerze. Wäre natürlich gut, wenn die direkt da oben drüber laufen würde. Also über die alte 5-Minuten-Kerze. Weil wenn das nämlich gelingt, hier direkt über die 700 wieder, dann kriegen wir da wahrscheinlich nicht mehr viel Bewegung nach unten, sondern wenn es das macht, dann zieht es wahrscheinlich schon relativ schnell oben durch. Ich kann jetzt aber hier trotzdem auch mal einfach mal die Hälfte wegmachen. Und dann kann ich ja auch mal den, wo ist er? Treadmill müsste es eigentlich sein, ne? Genau. Die Trade-BE-Linie, jetzt weiß ich gar nicht, inwiefern die hier. Naja. Die wackelt halt gerne mal in der Gegend rum, wenn der Kurs ein bisschen knapp dranhängt. Aber so generell, für die, die den Stereotrader nicht kennen, das heißt jetzt, hier ist jetzt eigentlich mein Break-Even. Das heißt, wenn der Kurs bis dahin läuft, bin ich immer noch null. Ja, das heißt also, bis dahin ist einfach meine Gewinnzone. Und das liegt jetzt einfach an dem Umstand, dass ich das Ganze hier skaliert habe und jetzt eine Position rausgenommen habe. Das heißt, muss ich halt hier nicht rechnen. Deswegen steht auch hier 30 Punkte plus, ne, weil das ist jetzt auf die verbleibende eine Position, die da drin ist, sind es immer noch 30 Punkte plus. Mit 2 Positionen wäre es entsprechend halt, wie man ja vorhin gesehen hat, rund irgendwie 15, 16. So, gut, der ist raus. Das ist aber okay, ne? Also, verdient ist verdient an der Stelle. Hä? Und da fehlt die Aktualisierung. Ich habe halt hier jetzt die, das ist natürlich Quatsch, ne? Weil der war ja im Plus. Ich habe halt hier noch eine Version drauf, die noch nicht draußen ist. Und da muss halt noch ein bisschen was irgendwie gebastelt werden. So, ja, okay. So sieht das schon besser aus. Da fehlt einfach nur die Aktualisierung, wenn der Trade geschlossen ist. Deswegen muss ich da jetzt zweimal klicken. So. Was man jetzt natürlich machen kann, wird man sagen, oh, ich habe halt wirklich einen Frosch verschluckt. Was man natürlich machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich will in der Position, in dem Trade hier nichts mehr hergeben, sondern will das so lassen. Wenn ich jetzt nämlich dann halt den Stop auf Break-Even setze, dann würde der Stop hier hingehen. Ne? Weil ja da halt eben mein rechnerischer Break-Even ist. Und nicht hier mit dem Rest, sondern hier, weil dann die andere mitgerechnet ist. Ich bin aber generell überhaupt kein Freund davon, von diesen Break-Even-Geschichten, weil dem Markt das einfach völlig schnurzegal ist, wo mein Break-Even ist, sondern die Marktteilnehmer gucken, wo komme ich günstig rein? Wo ist der andere Kollege mit den großen Positionen, der mir das Zeug verkauft, was ich verkaufen will? Und nicht, wo ist der Stop von dem Hilger? Das ist dem total egal. So, und das hier ist ja alles soweit komplett im Lot und heißt halt auch für mich eigentlich eher, ich kann den hier jetzt auch mal völlig stressfrei, ich mache das nochmal aus, das wackelt mir hier ein bisschen viel, ist ein bisschen zu eng. Ich kann den aber hier völlig stressfrei tiefer ziehen, weil wir haben hier Käufer, ja, Fakt. Es ist ja schon klar, dass die hier sitzen, das hat sich ja schon bestätigt. Und von daher ist es mir auch egal, wenn der jetzt hier noch ein neues Tief macht, solange der halt hier die 812, das war ja so mein Maximum eigentlich an der Stelle, solange er da halt nicht irgendwie hinläuft und da drunter geht, ist mir das egal. Wenn ich halt hier jetzt auch eine Bewegung im Sinn habe, die halt ein bisschen größer ausfallen darf. Ich habe hier irgendwie gerade keine Verbindung mehr, wie ich sehe. Warum auch immer. Und das sieht man übrigens immer an dem L hier oben bei der Uhr. Ja, wenn halt irgendwie gerade Verbindungsabriss oder so ist, dann steht hier bei der Uhr immer eine L, immer ein L und das L heißt lokal. Oh, das gibt's nicht. Tut mir leid, ich muss hier mich die ganze Zeit räuspern.
irgendwie fürchterlich trockenen Hals, obwohl ich die ganze Zeit hier am Wasser trinken bin. Vielleicht liegt es aber auch an zu viel Kaffee. So, ne, das heißt, für mich ist das halt hier alles völlig okay soweit. Und von mir, und ich will ja halt auch mit der Geschichte da auch nach oben. Und das Ding hier, ja, was er halt hier reingezimmert hat, auf die 9,4 irgendwas, ja, das ist ja halt auch an einem Punkt, der total egal ist eigentlich. Aber was man halt eben auch oft sieht, ist, wenn man solche Spikes hat, gerade bei News, ja, die dann halt so aussehen, die werden sehr, sehr gerne irgendwann dann später nochmal gekauft und vor allen Dingen durchgekauft. Und wo ich ja halt logischerweise hin will, ja, im Hintergrund sieht man es ja auch schon oben, Kollege Orange. Das ist ja nichts anderes als der Point of Control von heute, auch wenn jetzt natürlich das Volumen überschaubar war, aber aus dem Future entsprechend draufgerechnet, was ja hier mit der 2,5er Version vom Stereotrader dann auch geht bei FX Flat. Übrigens nur bei FX Flat, wenn man dort ein MT5-Konto hat und entsprechend für Futures freigeschaltet ist. Dann kann man sich nämlich das Volumen zum Beispiel aus dem Future oder auch, wie man hier sieht, die Markttiefe aus dem Future auf den CFD halt drauflegen und kann sich da halt dann die Vorteile von CFD dann halt eben zunutze machen und das mit dem Future, mit den Future-Daten dann halt kombinieren. Das aber nur am Rande. Und das heißt, hier Point of Control ist einfach für heute der meistgehandelte Punkt. Und da ist halt auch noch ein Pivot. Und da sind wir auch noch mal in der Nähe von der 27.000. Da will ich eigentlich am liebsten dann auch hin. Ja. Der kann sich jetzt von mir aus auch Zeit lassen. Das ist völlig egal. Das ist schon okay. Von mir aus auch irgendwie bis zur Markteröffnung. Und da bin ich mir mal schon ziemlich sicher, dass wir da oben auch gleich oder früher oder später, sagen wir es mal lieber so, auch noch mal stehen werden. Und dass der Spike hier entsprechend dann halt auch fliegt. Weil halt, also solange natürlich, ne, immer unter Vorbehalt, solange das Bild halt hier wirklich so bestehen bleibt, und wir nicht unter die 812 gehen. Ja, solange halte ich da erstmal dran fest. Sollten wir aber unter die 812 gehen und wirklich nochmal die 766 anvisieren, ich glaube, dann würde ich eher warten, bis wir dann halt nochmal eine Stundenkerze haben, die halt irgendwo hier oben auch, also über 812 etwa dann auch nochmal schließt und mich dann halt lieber dran klinken, als hier unten dann halt irgendwie blind along zu gehen. Ja, auch wobei, also ist so ein bisschen Geschmackssache, also ist halt eigentlich dann eher von der Strecke, weil ich sag mal, ich glaube einfach zu wissen, dass wenn wir halt hierhin überhaupt mal laufen, ja, dass wir dann auch recht sicher halt hier unten das nächste Cluster antesten. Und da gehe ich dann lieber raus oder an der Stelle und fange hier unten nochmal neu an mit der gleichen Geschichte, mit der gleichen Idee, weil der Ansatz wäre der gleiche, ne? Cluster entsprechend und hier haben wir das ja halt auch, ne? Wobei das halt hier nicht so deutlich ist. Also wie hier. Hier war es ja halt klar, da haben wir so ein paar Stundenkerzen hier oben schließen, da haben wir halt, also ein bisschen größer, da haben wir halt auch den einen oder anderen Peak hier an der Stelle. Und das war halt für meine Begriffe jetzt relativ einfach hier halt auch. Und so klar ist es hier unten nicht. Da wird es dann eher schon wieder eine Etage tiefer, wo es klarer wird. Nämlich dann tatsächlich hier. Ja. Und deswegen sage ich halt, und das ist ja, lustigerweise jetzt auch der EMA 200, der gesellt sich da gerade schön dazu. Da wären wir bei 740 etwa. Ne? Und ich weiß nicht, ob man sich die Strecke da angucken muss, dann wirklich halt von hier bis hier 100 Punkte gegen einen. Und deswegen halt auch so ein bisschen meine Bedenken an dem Punkt. Erstens haben wir hier nicht so einen klaren Abschluss, wie wir das halt hier haben. Zweitens, das ist halt auch immer noch mal so eine Nummer, wir haben halt hier eine Abwärtswelle, beziehungsweise eine Korrekturwelle. Ja, und hier unten kommen wir dann auch in den Bereich, wo es halt auch wirklich brechen kann, ja, wo wir dann halt auch ganz schnell auch den Effekt haben können, wenn wir diese Tiefs hier erlegen, dass wir dann halt wirklich in einem Rutsch auch bis hier unten hin immer laufen. Nochmal irgendwie auf circa 650. Das kann ganz schnell gehen. Das hat letztens ich glaube, vorletzten Freitag oder so war das, da hatte ich halt auch irgendwie so ein Short Trade genannt. Nee, das war halt der tatsächlich von hier oben von der, wo ist es? Das war diese Bewegung hier. Da hat er nämlich genau das gleiche Spiel gemacht, sieht man hier an dieser Kerze. Und die habe ich halt in der Gruppe halt auch vorher beschrieben, dass das so kommen kann und das Ding halt auch live gehandelt. Und das ist auch genauso gekommen. Da sieht man nämlich auch schön, hier immer vorher da gebremst, weil wenn man das halt einen kleinen Timeframe aufdröselt in Markttechnik beziehungsweise in Wellen, dann hat man hier einen Bruch. Und dann entsprechend konnte auch die 766 oder sollte die auch nicht mehr halten und hat sie auch nicht, sondern wirklich da ordentlich schön durchgeballert. Und das kann halt hier einfach nochmal passieren.
Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich viel Erfahrungssache, spielt da natürlich auch mit rein, das ist klar. Aber deswegen, das ist so ein Grund, wo ich sage, so, boah, ich bin da eher skeptisch, da, dass das halt nochmal hält, ich weiß es nicht. Ne? Okay. So, viel mehr kann ich jetzt hier auch irgendwie gerade gar nicht mehr sagen zum DAO. Achso, hier ganz kurz noch, das kann ich ja noch fertig machen gerade mit mit der Bewegung hier, mit der Markttechnik. Und zwar, also wir hatten ja hier einen Aufwärtstrend, ja, nochmal kurz zusammengefasst, hier ein Allzeithoch, dann die Korrektur auf dieses Level, was ich hier vorhin eingezeichnet habe, dann tatsächlich nochmal ein kleines neues Hoch, aber Schlusskurs nicht wirklich da oben drüber, aber egal, spielt jetzt hier keine Rolle. Und dann haben wir mal hier tatsächlich den Bruch einfach von der letzten Korrekturbewegung. Und das ist halt immer schon ein Indiz dafür normalerweise, dass wir halt hier tatsächlich auch brechen könnten und wir eine Trendumkehr kriegen. So, und deswegen, das war der Grund, warum ich halt hier immer wieder Short, Short, Short in dem ganzen Bereich, weil natürlich die normale Bewegung wäre halt gewesen, ja, so hier, dann kein neues Hoch, maximal bis hier, das war völlig in Ordnung. Und dann aber entsprechend hätte natürlich das kommen müssen. So, kommt jetzt aber nicht, dann war das jetzt entweder ein Irrtum oder hier läuft der nächste Irrtum. Eins von beiden, ja. Und da man ja hier wirklich überhaupt keinen Verkaufsdruck sieht, sondern es wirklich ja nur nach oben drückt, bin ich da auch so lange mal dabei, wie sich das halt nicht irgendwie umdreht. Was mich jetzt ein bisschen stört heute oder worauf man echt aufpassen muss, das ist halt wirklich hier so der Wochenschluss. Das ist für meine Begriffe hier schon wichtig. Der sollte schon, wenn das halt irgendwie funktionieren soll, dann auch da oben drüber stattfinden. Ja, also das heißt also hier über der 927, gar nicht mal die 27.000, das ist total egal, das ist nur eine Zahl. Aber halt hier oben drüber oder 940, 950 über dem alten ATH, dann halt da müssen wir schon schließen, wenn das halt irgendwie was werden soll. Und dann kann es auch entsprechend nach oben durchbrechen. Nur wenn wir jetzt halt hier schon wieder so eine Wochenkerze haben, die einfach nur doch da oben rausguckt, dann ist das halt alles nichts. Ne? Also ich bin halt wirklich gar kein Fan, irgendwie drauf zu gucken, wie hoch ist so ein Docht, ja. Weil für mich sind das halt immer Fehlausbrüche, nicht mehr, nicht weniger, sondern immer da, wo hat sich der Markt gehalten, wo wurde geschlossen, wo wurde der Deckel zugemacht, wo haben die Händler gesagt, so passt das jetzt hier, das ist jetzt gut so. Ne? Und nicht, ja, da waren wir mal kurz und dann so, HH, wir haben dich mal kurz veräppelt. Ne? Deswegen gucke ich halt schon auf die Schlusskurse, sowohl im H1, aber natürlich vor allen Dingen halt auch im größeren Timeframe. Gut. So, was macht der DAX eigentlich? Ja, war ja dann gar nicht so, war ja dann gar nicht so schlecht, dass wir da oben ausgestiegen sind. Ne? Das hat ja gepasst. So, den kann man vielleicht sogar nochmal machen an der Stelle. Dann aber vielleicht sogar eine Etage tiefer bei der 535, weil das ist alles noch völlig im Rahmen hier. Kann man auch nochmal irgendwie kurz groß machen. Ja, der macht ja nichts anderes eigentlich als der DAO und der DAX übertreibt ja auch gerne mal ein bisschen und fischt so ein bisschen in der Gegend rum. Und von daher wäre das hier auch völlig okay, wenn er die 535 macht, sollte dann aber auch nicht unbedingt hier unter dieses Peak-Level da drunter. Das ist bei 514. Da müssen wir jetzt nicht nochmal unbedingt drunter, dann kann es auch nochmal ungemütlich werden. Aber solange hier kann man ja auch immer die kurzen Bewegungen, hat man ja auch gerade gesehen, es muss ja nicht die ganze Bewegung sein, sondern Hauptsache irgendwie ein paar Punkte halt irgendwie einstreichen. Ist manchmal wirklich die klügere Variante. Ich mache auch oft den Fehler, dass ich versuche, weil ich ja halt auch den Blog schreibe, dann halt mal was zu beweisen. Und klar, gelingt es halt auch hin und wieder mal, wie letztens mit irgendwie 200 Punkten abwärts am Stück. Aber oft eben halt sieht man dann halt, macht man Teilverkauf und nachher ja, sagt man sich dann, er ja, hätte auch gereicht. Ne? Da halt irgendwie mal die 40, 50 Punkte mitnehmen, was ja doch sehr, sehr oft gelingt. So, also wie gesagt, kann der auch machen. Und der hat aber generell, vielleicht gehe ich da auch mal noch ganz kurz auf den Tageschart. Der glaubt, der reicht hier auch nicht. Da hätte ich als nächstes nämlich im Angebot hier oben den Bereich, die 813. Habe ich jetzt hier noch gar nichts eingezeichnet, aber nur mal zur Orientierung eben auch. Das wäre so mein präferierter Punkt, wo er halt tatsächlich hinlaufen darf.
und auch noch ein paar Bären quälen darf. Bis dahin darf er. Und na, so, was bei mir eigentlich orange. Orange heißt immer, da war schon mal Umsatz und da vermute ich auch wieder Umsatz. Da war halt auch schon mal was los und passt auch hier entsprechend zum Bild im Wochenchart. Ne? Boah, der MT5 beim Doppelgeklicke, das macht mich noch ganz wahnsinnig. So, sieht man hier halt auch, ne? Entsprechend hier kein neues Hoch und ab da fast genau, sogar halt hier, nicht ganz, aber halt der Schlusskurs im Wochenchart. Und wäre natürlich halt auch, wenn man das jetzt in Wellen nochmal aufdröseln würde, dann hätte man halt hier auch nichts anderes als, ist natürlich ein bisschen schwer zu verstehen hier oder beziehungsweise, wenn man da nicht so geübt ist, erkennt man das vielleicht gar nicht auf Anhieb, aber wir haben halt hier eine Auf- oder andersrum. Wir kommen hier eine Abwärtsbewegung, machen eine Korrekturbewegung, eine Korrekturpunkt hier hoch, dann kein neues Hoch, neues Tief, kein neues Hoch, neues Tief. Das heißt einfach nur, hier ist eine markttechnische Grenze, sogar im Wochenchart. Und das spielt da halt auch nochmal mit rein, aber 813 generell kommt aus der genaueren Beobachtung und dort war halt einfach schon sehr oft Volumen. Und mein Motto ist ja, ich glaube, das hört man halt auch, wenn man das jetzt irgendwie, auch wenn man noch nicht oft dabei war, aber ich versuche halt natürlich immer die Punkte abzupassen, die gehandelt wurden in der Vergangenheit, weil die werden auch in der Zukunft meistens wieder gehandelt. Also mit anderen Worten, immer die Punkte, wo die Interessen aufeinandertreffen. So, und das heißt, wir sind zwar jetzt hier erstmal halt im Daily, vermutlich ohne den jetzt überhaupt wirklich gecheckt zu haben, aber halt erstmal aufwärts, aber auch nur einen Impuls. Ne? Aber selbst in der Woche, wenn man sich das hier mal anguckt, was ist passiert? Wir haben halt hier bis dahin gegen die letzte, die Abwärtsbewegung, beziehungsweise die Trendbewegung bis dahin. Dann haben wir hier Korrektur und hier, wenn man das mal verkürzt darstellt, ohne jetzt die kleinen Wellen dazwischen. Und dann halt hier die Abschlussbewegung. So, aber hier ist es natürlich schon nochmal relevant, weil man das ganz einfach mal darstellt, dann und mal hier nur so ein paar Punkte einzeichnet und dann sieht man ja halt, was eigentlich los ist. Denn wir kommen hier im Abwärtstrend gerade nach unten. So. Wenn man einfach mal halt so ein bisschen was weglässt und nur das Markante hoch dann nimmt. Und das ist ja halt ganz klar das hier. Und da laufen wir gerade hin. Und das versucht er halt da halt irgendwo auch anzulaufen. Und das heißt aber halt noch gar nichts. Ne? Das heißt also vor allen Dingen erstmal nur, wir sind korrektiv im Abwärts. Sonst gar nichts. Und von daher wäre es natürlich schön, wenn er hier der Idee folgen würde, dass wir halt nämlich tatsächlich hier hinlaufen. Das muss jetzt nicht heute sein, ja. Möglich ist alles. Und dass wir ab hier dann einfach auch nochmal das Ganze dann halt nach unten fortsetzen. Das wäre denkbar hier oben. Da wird es dann natürlich schon ein bisschen eng, weil man halt auch schon entsprechend, weil es halt einfach nicht mehr so sauber ist, die Bewegung hier oben. Und dann, wenn das Ding raus ist, dann weiß ich nicht. Ne? Also sollte man im Auge behalten, glaube ich, den Punkt hier, die 12, von mir aus 12, 8, wenn man halt eher irgendwie Rundenmarken halt, wenn man es halt einfacher findet. Ich versuche die immer ein bisschen zu ignorieren. Aber das wäre halt schon eine Bewegung, die denkbar ist. Das muss jetzt nicht so kommen, ja. Ich habe auch keine Glaskugel, aber das wäre schon denkbar. Und was halt hier oben auch entsprechend hinzukommt, ist, wir haben ja hier halt hier einen bestätigten Widerstand. Und hier laufen wir gerade, im Wochenchart muss man sich das wirklich vorstellen, als mehrere Kerzen im Tageschart. Nur dort wird man es nicht ohne weiteres, behaupte ich mal, erkennen. Ich kann ihn ja trotzdem mal aufmachen. Aber ich glaube nicht, dass man das ohne weiteres hier sieht. So, mal gucken, da laufen wir gerade rein. Ja, doch, es geht einigermaßen. Das sind Tageskerzen jetzt hier. Und da laufen wir gerade rein. Das heißt, wir hatten hier, ja, man sieht es wirklich nicht gut. Aber man versucht es mal halt hier irgendwie nochmal darzustellen. Hier schon, das war ein Support. Ja, ich mache das aber mal blau. So, wir hatten hier einen Support an der Stelle. Das heißt, da gekauft, aufgesetzt und dann zack. Und dann oben ging es nicht weiter. Support wieder gekauft und dann hier bam. Support verkauft. Und hier unsauber, aber typisch DAX. Entsprechend nochmal Test von unten und dann runter. Schuckedackedack. Und das heißt, das ist halt einfach dieser Punkt, der, wo wir jetzt halt auch gerade nochmal drinstecken. Das heißt, genau das, was ich vorhin halt irgendwie im Stundenchart gezeigt habe, passiert hier gerade jetzt aktuell im DAX, im Tageschart. Und nicht mehr, nicht weniger.
Und das Prinzip ist aber halt trotzdem genau das Gleiche. Und hier sieht man es halt auch. Hier sieht man es tatsächlich schön mit der 813. Hier oben auch. Wunderbar, hier oben gekauft das Ding und dann halt bäm, große Kauforders vermutlich im Markt. Und dann halt hier verkauft, runter, Backtest und weg. Ja. Und deswegen ist das definitiv ein interessanter Punkt im DAX. So, was habe ich denn da wieder eingebaut? Okay. Diana. Diana, du meinst bestimmt den Wolfgang. Ne? Der Wolfgang kriegt nämlich immer solche Komplimente. Nicht ich. Okay. Also So, ich mehr habe weiß ich auch jetzt nicht. berichtet. Bitte? Also ich glaube, das ist für dich. Nee, das ist Nicht. für dich bestimmt. Nein, 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 nein. Okay. So, gut. Also, Gold, muss ich das noch machen? Ich kann es ja mal kurz noch. Ich habe das jetzt nur gar nicht auf. Ich mache hier einfach mal einen Chart auf, mache mal hier ein bisschen Unordnung und dann gucken wir uns das einfach mal hier an. Beziehungsweise ich gehe mal an den DAX lieber, weil hier habe ich ja noch was auf. Machen wir das hier mal schnell. Ich habe nur da gar nichts vorgezeichnet, weil wie gesagt, ich bin da halt komplett hier auf einer neuen Umgebung unterwegs und habe da jetzt nicht viel vorbereitet. Ich hatte nur letztens gesagt, bei Gold, das kann tatsächlich wirklich oben durch die Decke laufen. Und habe ich tatsächlich gesagt, kann man sich auch angucken, nachdem ich mich aber davor mal geirrt habe im Gold. Und das ist ja auch immer ganz wichtig zu sagen, auch ich liege nicht immer richtig. Ich mache es zwar gerne, wie jeder andere auch, aber trotzdem funktioniert es natürlich nicht immer. Da hatte ich ja wirklich gesagt, das Ding kann hier halt hier oben durchlaufen, nur hier sieht man es leider gar nicht. Da hätte ich halt wirklich den Chart vorbereiten müssen. Also generell halt hier über die Hochs drüber. Und aber hier muss man auch ein paar Etagen höher. Also mindestens irgendwie in den Wochenchart. Wie man sieht, ich habe hier noch nicht mal Kurse geladen. Das dauert noch einen Moment jetzt wahrscheinlich, bis dann auch alles da ist. Aber da muss man auf jeden Fall hier auch in den Wochenchart, um das Bild auch zu verstehen. Ach komm, Gold, jetzt lad doch hier. So, geht doch. So. Und halt hier auch ganz einfach nach Zickzack. Kann ich mal noch versuchen, ob der hier Sinn macht. Wo waren sie bei Samples, ne? Indicators, Examples. So, schauen wir mal. Ja, ein bisschen, naja, gut, geht so. Aber was man ja halt auch sieht, das muss man hier schon ein bisschen nachzeichnen, das funktioniert so nicht. Was man sieht, ist, ich mache jetzt auch mal dicker hier, sonst versteht man das ja nicht. So, halt auch hier in dieser Bewegung, mal die Markante rausgenommen einfach. Also Aufwärtsbewegung hier, aber nichts passiert, weil hier ist ja generell war die ganze Geschichte abwärts, im Abwärtstrend. Ja, mal ganz, jetzt ganz vereinfacht. Und das heißt also hier Trendbewegung, Korrektur, Trend, aber da kam halt nichts mehr. Und hier aber trotzdem noch lange, lange Seitwärtsgeschiebe. Und im Endeffekt hat es jetzt halt einfach das Ding hier wirklich geknackt. Und der Ansatz, worum ich gesagt habe, das kann tatsächlich jetzt da oben durch, das könnte funktionieren, den kriege ich jetzt hier auf die Schnelle wirklich nicht mehr zusammen. Dafür bräuchte ich halt nochmal die ganzen Linien, die ich da drin hatte, habe ich aber hier leider, wie gesagt, nicht. Aber was man ja hier jetzt ja ganz deutlich sieht, ist, dass wir hier brechen. Ne? Also das heißt, dieser Punkt, sorry, wenn das jetzt hier ein bisschen undeutlich oder nicht allen ästhetischen Sprüchen genügt, man muss es ja nur verstehen. Das heißt, hier haben wir wirklich halt das Abwärtsding oder seitwärts geknackt an der Stelle. Ne? Und da sind wir jetzt wirklich auch drüber. Und hier sieht man auch schön, da haben wir auch jetzt gerade die Reaktion eigentlich drauf. Und das heißt, wir sind auch hier jetzt in Gold, wir sind da long erstmal, ja. Wir haben da drüber geschlossen, zweimal die ganze Geschichte. Und da ist nichts short, nur weil der jetzt mal irgendwie kurz unter der 1400 halt hängt, ja. Das heißt überhaupt nichts. Sondern wir können hier jetzt auch einfach stehen bleiben heute und laufen dann nächste Woche weiter. Vielleicht korrigieren wir auch nochmal auf diesen Punkt hier
als Beispiel hier auf das letzte, Hoch denkbar, ja. Und da wären wir halt irgendwie auch an der ungefähr an der Öffnung von der Vorwoche bei 1,344. Tut noch nicht mal weh. Und könnte ganz problemlos wieder nach oben weiterlaufen ab da. Also von daher, klar, das darf ja mal ein bisschen Luft holen, das ist ja okay. Aber halt eigentlich ist die Geschichte hier schon gebrochen. Das wäre schon ein bisschen merkwürdig. Kann man den 1 zurückgehen? Ja, sogar über das alte Hoch hier. Ich habe hier nur nicht mehr Kurse jetzt. Sogar über das alte Hoch sind wir da halt drüber, wenn auch nur mit dem Spike. Aber das wäre dann natürlich jetzt die nächste Station, die halt hier mit dem Schlusskurs dann auch raus müsste. Und das kann schon gut sein, dass das genauso dann entsprechend auch kommt. Also heute für mich jetzt auch hier nicht wirklich was zu handeln. Wenn ich es vorher gesehen hätte, dann wäre es wahrscheinlich der Punkt hier gewesen, ja. Aber halt habe ich nicht gesehen, von daher alles gut. Okay. Welche Einstellung verwendest du bei Zickzack? Weil ich habe jetzt einfach nur Standard draufgezogen. Ne? Also ich habe da jetzt ja gar nichts eingestellt, sondern nur mal Standard draufgezogen und im Stundenchart funktioniert es ja recht oft ganz gut. Aber hier bei Gold hat es jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel geholfen. Da müsste man schon ein bisschen hinterher schrauben. So, was macht mein, ja, mit einem Punkt im Plus? Ah ne, doch, ja, insgesamt, das ist alles noch im Rahmen. Ne? Also wie gesagt, ich werde jetzt halt versuchen, den entsprechend durch die Markteröffnung durchzukriegen und halt schon gucken, dass wir da oben wieder an den POC laufen. Aber wie man ja auch vorhin sieht, ne, ich meine, das hat hier wieder 50 Punkte zurückgelaufen. Es ist oft dann auch, wenn man halt wirklich nur dann auch die eine Bewegung haben will, oder wenn man halt nur solche Geschichten handelt, hat man eigentlich recht sicheren Trade oder einen Trading-Ansatz, der halt, ich würde fast schon sagen, fast eigentlich immer funktioniert. Und wenn man dann nur ein paar Punkte mitnehmen will, spricht da überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, man hat dann einfach ganz schnell seine Ruhe und kann halt auch den Deckel zumachen. Könnte ich jetzt ja hier auch, im DAX waren es halt irgendwie knappe 20 und hier sind es dann halt 0. Jetzt hier in Summe halt gerechnet, wäre auch noch okay. Ne? Aber es geht ja hier nicht drum, also bei diesen Webinaren halt nicht jetzt hier auf die Schnelle irgendwie halt 20, 30 Punkte zu machen, auch wenn ich es beim letzten Mal mal so gemacht habe, sondern eher halt so die Richtung einzuschätzen und entsprechend halt auch für denjenigen, der es halt auch vielleicht nachvollziehen möchte oder so machen möchte, auch zu zeigen, wie man es handeln kann und eben nicht nur in der Theorie erklärt. Das ist ja einfach, das kann ja auch jeder. So, hier sieht man übrigens auch, fällt mir nur gerade auf, ne, die 877, wie genau die hier im Stundenchart entsprechend auch gerade nochmal reagiert hat. Ne? Stunde fertig und dann irgendwie ein kleines Gap und dann einmal die 877. Daran sieht man ja halt auch, ne? Das ist, die Punkte sind halt schon richtig. Und deswegen finde ich es halt auch immer wichtig, egal welchen Handelsansatz man hat. Aber natürlich, je genauer man es hinkriegt, umso besser ist es, umso kleiner kann ich natürlich mein Risiko wählen und umso mehr kann ich natürlich auch dann rausholen aus dem Markt, ganz klar. Weil wenn ich halt, wie jetzt zum Beispiel hier letzten Freitag oder wann es war, am 1. Juli war, Quatsch, am Montag, Montag oder Dienstag, ich weiß es nicht. Aber wenn man dann natürlich so ein Ding mit 10 Punkten Stop handeln kann und dann halt die ganze Bewegung mitnimmt, ich hatte sie nicht ganz drin, sondern 200 Punkte, also irgendwo so in dem Bereich, dann sind es eben auch mal 20 R. Ne? Also für denjenigen, der nicht weiß, was das heißt, wenn ich zum Beispiel auf diese 10 Punkte 1% Risiko vom Konto verteile und schaffe es, 20 mitzunehmen, dann sind das, wenn man so ein Ding dann halt auch mal einfängt, entsprechend 20% Profit, ja, an irgendwie einem Nachmittag in 4 Stunden. Und das ist natürlich eine Menge Holz. Und deswegen bin ich natürlich schon erpicht darauf, dann halt da nicht Pi mal Daumen halt dran zu gehen, sondern möglichst präzise und genau, weil nur dann funktioniert ja sowas auch. Ich kann natürlich auch sagen, das ist auch immer so ein bisschen die Krux dabei, wenn jemand sagt, ah, irgendwie letzten Monat 300 Punkte im DAX mitgenommen oder so, das heißt gar nichts. Ne? Also in einem Trade, das heißt überhaupt nichts, weil vielleicht hat er einen Stop-Loss von 1000 gehabt. Und das ist, glaube ich, nicht so Sinn und Zweck der Sache. Ne? Und deswegen, wenn er halt so eine Geschichte dann halt gelingt, 200 Punkte, wobei man auch sagen muss, es ist nicht die Regel, es ist, hat natürlich schon Seltenheitswert, aber nichtsdestotrotz
dann hat es halt eben eine ganz, ganz andere Aussagekraft. Weil Swing Trader zum Beispiel gehen ja oft irgendwie mit einem Stop von 50 oder 100 Punkten ran, freuen sich dann halt über irgendwie 300, 400. Klingt immer alles ganz toll, ja, aber ist im Endeffekt eigentlich nicht so wahnsinnig viel, ne? Es sind ja nur die Punkte. Sondern eben auf das Verhältnis kommt es an. Was habe ich riskiert und was kam dabei heraus? Aber gut, jetzt nicht so viel hier in Theorie abschwelgen und schweigen. Hier fragt jetzt noch jemand 877 von unten bestätigt, geht er jetzt nicht auf 766? Also für mich ist das gar nicht relevant an der Stelle, weil ich würde es dann werten, wenn wir einen Schlusskurs von der Stundenkerze davor unter 877 hätten. Dann würde ich sagen, ja, passt, ne? Aber wir haben ja erstmal darüber geschlossen und da gab es ein kleines Gap und ganz oft ist es so, wenn das Gap hier wirklich zurückgekauft wird, dann geht das meistens relativ zackig, ne? Und das heißt, da gibt es ja halt auch nicht mehr viel Bremse, das macht einfach plopp und rennt dann halt wahrscheinlich dann auch weiter. Und das würde dann halt auch ein Bild ergeben, wenn es dann so kommt, dass wir hier natürlich eine Stundenkerze haben können, die man ganz schlapp, locker flockig da oben schließen kann, ne? Und das halte ich schon für machbar, ne? Aber nochmal, wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Reaktion. Klar, da sind ja auch Händler, ne? Also da sollen die auch sein. Aber und natürlich kann es jetzt halt auch runtergehen, aber jetzt nach meinem Handelsansatz und nach meinem Regelwerk nicht. Ist das für mich nicht short an der Stelle. Erst wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Stundenkerze kriegen, die dann halt als Beispiel hier jetzt schließt, wo die gerade steht, dann sage ich, na gut, glaube, das sollte man irgendwie mal nochmal überdenken. Aber so würde ich tatsächlich eher drauf bauen, dass wir halt bis 16 Uhr darüber schließen. Bin mal gespannt, ob es soweit kommt. Aber gut. So, was man ja nichtsdestotrotz machen kann, ich bin auch hier jetzt wieder 17 Punkte im Plus. Ja, vielleicht mache ich das jetzt einfach mal. Ja. Also Theorie haben wir hier genug erklärt, Trends, wie es funktioniert. Ich drücke jetzt hier einfach auf den Knopf, nehme das Ding mit. So, und schließt das Webinar hier mit irgendwie 35 Punkten oder 30 Punkten etwa ab. Und das ist ja, glaube ich, auch dann mal ganz okay, zumal die ja auch recht sauber waren. So, gut. Ihr Lieben, Markteröffnung machen wir hier nicht mehr. Haben wir auch irgendwie fast nie so gemacht. Behalten wir auch so bei, sonst wird es nämlich hier dann irgendwie, sonst sitzen wir hier 3 Stunden im Webinar, braucht ja auch keiner bei dem Wetter. Und von daher mache ich an der Stelle jetzt mal den Deckel zu und wünsche ein sonniges und erholsames, schönes Wochenende in die Runde. Wer noch am Traden ist heute, spricht ja auch nichts dagegen. Kann sich das einmal angucken anhand der Punkte, die ich hier genannt habe. Recht oft funktioniert es ja halt auch so. Und falls es jemand handelt, dann wünsche ich an der Stelle natürlich viel Erfolg dabei und mach keinen Quatsch. So, aber das letzte Wort überlasse ich auf jeden Fall dem Herr Dender, ne? Der darf sich nämlich hier natürlich auch noch verabschieden, nachdem ich mich auch bei FX Flat hier mit an der Stelle und bei dir, Wolle, bedankt habe. Ja, So, Dirk. jetzt darfst du. Dir auch vielen Dank für deine Ausführungen und Erklärung. Ja, also ich hoffe, dass die Teilnehmer viel mitnehmen konnten und im Namen von FX Flat und Stereotrade wünsche ich auch allen einen erfolgreichen Handelstag und vor allen Dingen auch schönes Wochenende. Auf Wiederhören. Danke.